Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es ist schon wieder eine Weile her seit dem letzten. Heute haben wir ein wunderbares Sommerwetter, endlich mal. Und darum bin ich hier im Garten. Ich möchte gerne einen Test machen, und zwar habe ich hier eine kleine Schüssel, die ist hochgebrannt. Die habe ich mit Raku-Glasur bestrichen, also sie war roh. Sie war unglasiert und jetzt habe ich da mit Raku-Glasur bestrichen. Und ich will schauen, was damit passiert, wenn ich jetzt das dann im Raku-Ofen brenne, weil das ja schon dicht gebrannt ist bei 1250 Grad. Will ich schauen, ob das dann noch schwarz wird, wie sich das Ganze verhält, wie die Glasur sich verhält. Und das werde ich jetzt hier in diesem Ofen testen, um zu schauen, was damit passiert. Jetzt, der Ofen war schon eine gewisse Zeit draußen und den werde ich zuerst etwas aufwärmen, damit die Feuchtigkeit aus dem Ofen entweichen kann. Danach stelle ich das rein und fange an, einen Raku-Brand zu machen. Nach dem Brand kommt das dauert ungefähr eine halbe Stunde, und nach dem Brand kommt das Gefäß dann hier ins Sägemehl und das sollte dann schwarz werden. Ich hoffe, es wird schwarz, weil die Oberfläche ja noch porös ist. Und das wäre das Ziel, dass es dicht ist, schwarz und Krackle hat, also die Glasur dann anfängt zu springen. Ob das funktioniert? Mal schauen. Also zuerst werde ich hier ein paar Holzscheite unten reinlegen, dann auch so eine Anzündhilfe. Das kommt dann hier unten in diesen Bereich. Und dann zünde ich das an, dass das den Ofen austrocknet. So. Jetzt lasse ich das eine Weile so brennen, ungefähr eine Viertelstunde, und gebe nur ganz wenig Holz rein, und dann sollte der Ofen dann trocken sein. Die Platte scheint nun trocken zu sein. Der Ofen innen ist trocken. Ich gebe jetzt das Gefäß auch auf die Platte. So. Und lasse das jetzt auch noch etwas erwärmen. Und wenn das ungefähr 5 Minuten erwärmt ist, werde ich dann den Deckel schließen und anfangen, die Temperatur zu erhöhen. Der Ofen ist jetzt warm, die Platte ist trocken, das Gefäß ebenfalls, und jetzt schließe ich den Eimer. So. Gut. Und jetzt beginne ich mit dem Einfeuern des Ofens, damit die Temperatur auf 1000 Grad steigt. Wir haben nun viel Holz im Feuerraum, die Temperatur steigt allmählich. Und wir kommen langsam an die Stelle, wo dann die Flamme aus dem Rohr austreten wird. Das Gefäß, man hat das gut gehört, ist explodiert während dem Hochfahren der Temperatur. Ich nehme an, das war so bei 600-700 Grad, dass das jetzt explodiert ist. So hat es auf jeden Fall sich angehört. Es sind auch Keramiksplitter ausgetreten, geschossartig. Und wir schauen jetzt in den Ofen rein, wie sich das jetzt hier präsentiert. Ich hoffe, es geschieht nichts. Bin da vorsichtig und mache das mit Handschuhen. Also wir schauen mal rein. Ah, okay. Die Schale ist ganz. Das Problem liegt nicht an der Schale, die ist unglaublich heiß. Das Problem liegt nicht an der Schale, das Problem liegt an den Keramikeinsätzen, die hier verwendet wurden, um die Matte auf
an der Wand zu fixieren. Und die sind zersprungen, überall. Vorhin, als ich den Ofen eingefeuert hatte, war der Ofen noch feucht. Dazu habe ich ungefähr eine Viertelstunde den Ofen aufgewärmt, aber offen gelassen. Das Problem dabei war jetzt, dass oben die Hitze kam gar nicht an diese Knöpfe. Unten, wo die Knöpfe noch ganz sind, da hat es noch ganze Knöpfe, da war es dann so, dass da die Knöpfe ausgetrocknet sind, aber oben nicht. Und darum, durch die steigende Temperatur, sind diese Knöpfe explodiert. Ich heize erneut ein. Der Test ist ja noch nicht zu Ende. Das Gefäß war ganz. Also fangen wir nochmal an mit Feuern. Sehr stark. Gut. Der Brand ist nun abgeschlossen. Ich habe reingeschaut und das Gefäß ist immer noch intakt. Die Platten, die am Anfang die zur Explosion gebracht wurden, sind verteilt im Ofen, hat jetzt trotzdem noch zusätzliche Splitter gegeben. Die sind auch im Gefäß drin. Für meinen Test spielt es keine Rolle. Wäre aber dann für ein brauchbares Gefäß nicht ideal, weil die Splitter beim Abkühlen dann mit der Glasur verbunden sind. Und jetzt decke ich das Ganze zu. In der Hoffnung, dass das schwarz wird. Das ist nun das Ergebnis von diesem Test. Die Glasur ist geschmolzen, das glänzt. Unten hat es auch etwas von diesem Kohlenstoff angenommen, nur ganz leicht, nicht so wie bei einem gewöhnlichen Raku-Gefäß. Es ist dann auch gebrochen. Auf jeden Fall eignet sich diese Methode für meine Vorstellungen nicht. Ich hätte das schon eher schwarz mir vorgestellt. Aber ist auch klar, dass die Poren schon verschlossen sind und daher dann auch das nicht gleich ausschauen kann, wie wenn das noch roh gebrannt ist. Ja, das war dieser Test mit dieser kleinen Explosion im Ofen. Und viel Spaß beim Töpfen. Ich würde mich freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst und vielleicht einen Daumen hoch machst. Viele Grüße aus meinem wunderschönen Garten und bis zum nächsten Mal.